Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei GTA. Und ja, meine Lieben, gleich zum Einstieg. Ihr wisst, es ist eine Story, die wir hier erzählen. Deswegen ganz kurz und knapp, seid gespannt aufs RP. Genießt das RP, wenn es euch gefällt. Ne, lasst sehr gerne das Däumchen da. In diesem Sinne, start bei, wo mal rein. Was ist denn hier schon wieder los? Hallo, aufstehen. Was ist denn hier los? Hey, komm, ach, wir haben die Frau Shepard schon wieder hier, die schläft schon wieder. Na, sag mal, wie liegt denn die da? Das ist ja, also, naja, na Gott sei Dank liegt es da andersrum. Sag mal, warum ist denn die schon wieder hier? Die hat schon wieder viel zu viel Stress gemacht. Die hat auf Officer geschossen, mal das wieder. Was heißt mal wieder? Unglaublich. Warte mal. Nur Probleme mit der Dame. Aber die schläft tief und fest. Kriegst du die irgendwie wach? Nee, ich glaube, warte mal. Der Chief hat gerade gepunkt. Ja. Ja, Chief. Maxwell hört. Lautze! Bitte, meine Tiefkreise finden. Ich weiß, wie das so laut. Ja, verstanden. Ich will hier pennen. Wir müssen mal zum Chief kommen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was hat er denn? Immer diese Hektik und das immer kurz vorm Feierabend. Mhm. Manometer. Jo, Chief, wo brennt's denn? Servus. Wir haben ein wichtiges Thema heute. Ja? Und zwar, haben wir Asservaten gesammelt über einen längeren Zeitraum. Okay. Und heute Abend soll der Transport stattfinden. Sie als ranghöchste SD-Officer im Dienst. Ja. Sollten darüber Bescheid wissen, dass natürlich der Transport auch über Ihr Zuständigkeitsbereich läuft. Wird ja. Ein LKW sein, ein bisschen Polizeischutz. Ja, wir wollen ein bisschen unauffällig sein, dass er nicht ganz so auffällt. Ja, können wir zivil tragen, Chief? Sie werden, wenn Sie den Transport begleiten, den zivilen Buffalo nehmen und auch zivile Kleidung. Okay, das passt. Was genau ist drin, Chief? Nur mal so zur Info. Ja, unterschiedliche Sachen. Wir haben mehrere BTM-Hunde gehabt in letzter Zeit, auch relativ große Waffen. Dann viel Elektronikgeräte, die gestohlen worden sind, die wir beschlagnahmt haben. Ja, ja. Motorteile. Tuning-Teile, also nicht gerade wenig. Wir sprechen da ungefähr von dem Wert von 15 bis 20 Millionen Dollar, der da heute transportiert wird. Deswegen verlasse ich mich da auf Sie. Na, ich möchte keine negativen Sachen hören, weil sonst gibt es Ärger. Ja, verstanden, Chief. Gut, haben Sie denn beide den zivilen Buffalo? Müsste ich glauben, also ich habe ihn nicht. Naja, Chief, nach meiner Degradierung haben sie den ja letztens, naja, wie soll man sagen, weggenommen, klingt ein bisschen komisch, aber sagen wir mal so, sie haben ihn ja mir konfisziert, ne? Ja. Dann schauen Sie mal kurz, was der Garagewärter dafür verlangt, weil ich glaube, wir haben noch ein bisschen Schutzbarriere drauf gehabt. Ja, nee, das kann ich machen, ist kein Problem. Chief, nur mal so nebenbei. Naja, ich hab da so, ich sage, bei mir gab's Zwiebeln. Ja, ich riech's. Wieso? Ja, aber auch. Ja, ich hab da so. Verdauungsprobleme. Jetzt wollen Sie was machen? Ich müsste mal schnell. Naja, wenn's hinten dünne, verstehen Sie, wie so ein Problem. Also, gehen Sie halt aufs Klo, was fragen Sie mich denn? Bin ich Ihre Mutter? Nee, Entschuldigung. Also. Ich bin. Ja, also. Gehen Sie jetzt einfach aufs Klo, bevor Sie mir in die Hose scheißen. Dankeschön, okay, es ist ganz dringend. Das klingt sehr interessant. Das ist nicht. Ist gerade keiner da. Oh, guten Tag. Sag mal, Tag. Jungs. Hallo. Ja. Wenn es jetzt gleich irgendwie komisch riecht aus der Umkleide, ne? Ist kein Problem, bei mir gab es gestern nur Zwiebeln. Viel Erfolg. Eieieiei. Ja, aber machen. Gott, komm. Oh ja.
mal nicht da. Oh, ganz drin. Warte mal, wo habe ich denn den? Ja. Beruf. Jo, Lipstick, Max, was gibt? Ja, Osma. Ja. Willst du Geld verdienen? Ja. Na, pass auf, bei uns steht ein LKW. Der ist voll mit beschlagnahmten Zeugs und so. Also, da ist alles drin, von Schnaps bis zum Computer und Betäubungsmittel und allem drum und dran. Hat einen Wert von ungefähr, so 20 Millionen. Hast du Interesse? Weißt du rein zufällig, ob da Tuna und Töpfe und sowas bei sind für die Cannabisanbau? Könnte sein, kann ich dir jetzt aber nicht versprechen. Aber Computers und so sind auch drin. Das soll auch mit drin sein, ja. Okay. Ja, pass auf, folgendes. Ich hab mich jetzt gerade rausgeschlichen. Ich weiß, dass der heute vom Hof rollen soll. Ja. Das heißt, also offiziell hab ich den Pfiff. Ja. Pass auf, ich bin hier, hab mich umgezogen, ich laufe hier gerade hier die Nebenstraßen lang. Kannst du mich in der Nähe vom Park abholen, hier bei der Börse? Bei der Börse? Ja, ich komm dich bei der Börse abholen. Gut, pass auf, ich warte dort. Ich bring jemanden mit, ne? Wen denn? Neue Angestellte. Okay. Sag mal, hast du noch Kontakt zu Hendrik? Ich habe auf jeden Fall noch seine Nummer, der war letztens noch hier bei mir, ja. So leichten Kontakt haben wir noch. Ja, vielleicht, dann lass uns das doch wieder zu dritt machen. Das ging doch immer so gut. Ja, so wie ich gehört habe, wird er bei den Racern rein. Vielleicht können die uns dabei sogar helfen. Ich rufe den an, ich melde mich. Ich komm gleich vorbei. Alles klar, ich warte dort. Alles klar, Max, wir hören uns. Tschüss. Jo, bis dann. Warum sagt er immer Max? Ich heiße Kurbel. Also, über weg. Besten Rennen. Das darf nicht gerade so auffällig sein. Geht es, geht. Auch keiner. Tut mir ja leid, ne? Aber. Das wird der Chief schon verkraften. Immerhin. Geht ja erst sowieso später raus. Das Dinge. Ich sag mal so. Kann ja jeder sein, ne? Kann ja jeder irgendwie gemobst haben. Ja. Muss ich eine Sache, warte mal. Muss ich erstmal hier rüberflitzen. Irgendwo verstecken. Oh ja. Am besten hier hin. Sieht mich keiner. Oh, kann man uns schön herhocken. So, warte mal, hier. Ja. Ja. Schön, so sieht mich kein Mensch. Ja. Dick. Und jetzt auch. Scheiße, ich hab gedacht, du wärst ein Landstreicher. Wieso denn? Sag mal, Tarnung ist alles. Du sitzt auf dein Ding da rum mit der Kanne, steig ein, ey. Jo, warte. So, ich rufe jetzt erstmal Hendrik an. Du machst das immer. Ja. Hallo, junge Frau, ich bin der Corbin. Ich weiß. Wieso? Naja, sie kennen mich doch. Abby Coleman. Ach, du halt die Else fest, aber wie jetzt? Ja. Was machst denn du hier? Naja, bei den Cops war es mir nicht so. Hört jetzt zu mir. Ja. Ich gehöre jetzt zum Damien King. Zum Herrn King. Sorry. Ja, hallo, Hendrik? Du, sag mal, ich hab da was am Laufen und du bräuchte da wahrscheinlich Hilfe. Hast du noch Connection zu den Racern oder bist du da jetzt da drin, weil du da ja letztes Mal was sagtest bei mir im Shop? Okay, ja, Glückwunsch.
Okay. Kann ich... Das ist ja mega geil. Ja, ich hätte da was. Kann ich mich mit dir und ein höheres Tier da mal unterhalten? Ich habe eine brandheiße Infos, die sich wahrscheinlich für uns beide lohnen werden. Ja, da bin ich gerade. Ja, sag du mir, ich komme hin, da wo du bist. Ja. Ja, und dann Würfelpack die Tanke. Ja, ich weiß, wo du meinst. Alles klar, wir treffen uns da. Ja, alles klar. Ja, ich glaube, das ist hier diese Kimcom-Gesellschaft. Die haben einfach nur schlechten Empfang hier. Ja, alles gut, glaub. Ah, no, Mann, no, Mann. Mal, wenn ich ja mit Miss Coleman. Ja. Wenn du jetzt hier beim King bist, naja. Weiß mal, ich massiere doch so gerne. Wie wär's denn, wenn du meine Hände mal dich massieren lässt? Nee. Aber wir haben doch jetzt kein dienstliches Verhältnis mehr. Da könnten wir doch ein ganz anderes Verhältnis anfangen. Nein. Nur mal ein bisschen drüber wischen. Nein, gar nichts. Lass mal wie ein Staubwedel an der Sender drehen. Jetzt wird's komisch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt wird's komisch. Jetzt voll bescheuert oder was? Vielleicht nur mal gucken. Gucken, aber nicht anfassen, ne? Bloß mal so mit der Fingerspitze so tut. Auch nicht. Nicht? Nein. Aber ich bin ganz zärtlich. Ja, das sagen sie alle. Ja, das stimmt. Das kann natürlich auch von der harten Variante, ne? Bing, bang, boop, boop. Also. Oh, Max, du alter Lustbäuche, ey. Weiß denn, ich will vielleicht auch mal noch ein paar Nachkommen haben. Es kann nämlich vorkommen, dass die Nachkommen mit dem Auskommen nicht einkommen. Was? Ja, genau, das habe ich mich auch immer gefragt. Ja. Sehen Sie nochmal, liebe Freunde, verabschieden wir uns hier mal. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut auf jeden Fall beim Axel vorbei, alles unten in der Videobeschreibung. Und Leute, es wird wahrscheinlich jetzt legendär. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Winke, winke!